Vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. Ich will dem Hohen Haus nur mitteilen, dass wir uns noch einmal hier besprochen haben, ohne das Protokoll zu kennen, was genau die Kollegin eben vom Pult gesagt hat. Und bei uns ist angekommen mit Hinweis auf die AfD, parlamentarischer Arm des Rechtsterrorismus. Ich rüge dieses nach § 75 unserer Geschäftsordnung. Ich darf nun das Wort übergeben an Frau Kollegin Gnadl, die gemeinsam mit Kollegen Degen für die Sozialdemokratie die 10 Minuten bestimmt sinnvoll nutzen wird, und das unter den Augen ihrer Parteifreundin und meiner Kollegin Frau Hoffmann. Herr Präsident und Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, dass die AfD Frauen wieder hinter den Herd bringen will und die Fortschritte in Sachen Gleichberechtigung wieder zurückdrehen will, das wussten wir schon. Ich kann nur für die SPD-Fraktion sagen, wir wollen Kinder zu selbstbewussten und selbstständigen Menschen bilden und erziehen. Und wahrscheinlich spreche ich da auch im Sinne der anderen Fraktionen im Haus. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man die Kolleginnen von CDU und Grünen hier zugehört hat, dann hat man den Eindruck, es ist eine gute Situation in Sachen Kinderbetreuung hier in Hessen. Alles ist gut und richtig. Nur der böse Bund, der gibt einfach zu wenig Geld. Und deswegen möchte ich das auch mal in dieser Debatte noch einmal erwähnen. Wenn Sie sich das anschauen, die verschiedenen Investitionsprogramme in die Kitas in den vergangenen Jahren, das sind rund 380 Millionen €, das Gute-Kita-Gesetz mit 412 Millionen €, und jetzt noch das Konjunkturpaket mit 77 Millionen €, und auch die Investitionen in die praxisintegrierte Ausbildung mit rund 12 Millionen €. Ich finde, das ist schon eine betrachtliche Summe, die rund 881 Millionen €, die der Bund auch hier in hessische Kitas in den vergangenen Jahren und in der Zukunft noch investiert. Ja, beim Lesen der Großen Anfrage sind mir vor allen Dingen drei Dinge auch aufgefallen. Es gibt viele Konstanten, wie den Mangel an Betreuungsplätzen. Herr Rock hat ja da die Zahlen auch insbesondere für den U3-Bereich erwähnt, der Investitionsstau, der Fachkräftemangel und die finanzielle Überforderung der Kommunen. Das alles sind gleichbleibende Baustellen, für die Schwarz-Grün offenbar keine guten Lösungen hier in Hessen hat. Zweitens ist mir auch aufgefallen, wie ahnungslos doch auch diese Landesregierung in Sachen Kita-Politik offenbar ist, und dass es gut ist, wenn die Opposition, wie in diesem Jahr die FDP, in der vergangenen Legislaturperiode auch schon meine Fraktion, immer wieder große Anfragen zu diesem Thema stellt, damit eben die Landesregierung gezwungen ist, entsprechende Daten zu erheben und auch entsprechende Daten vorzulegen, meine Damen und Herren. Und an der Stelle, finde ich, sollte man nicht nur für die ausführliche Beantwortung der Landesregierung danken, sondern vor allen Dingen den kommunalen Spitzenverbänden, die diese Datengrundlage für diese Beantwortung geliefert haben. Ja, wie sähe eine planvolle Politik denn ohne diese Datengrundlagen aus? Frau Anders hat ja eben gesagt, vieles von der Großen Anfrage ist natürlich auch in die Gesetzgebung zur Änderung des HKJGBs eingeflossen. Da frage ich mich, also letzte Woche haben wir es ja in der Debatte erlebt, wie viel Hohn und wie viel Spott gerade die Grünen-Fraktion über Frau Böhm von den Linken ausgeschüttet hat, als sie kritisiert hat, dass noch einmal mit einem Änderungsantrag kurzfristig der Fachkräftekatalog geändert wurde. Und wenn man sich jetzt anschaut, dass die Große Anfrage am 9. Januar beantwortet wurde, ihr Gesetz zur Umsetzung des Gute-Kita-Gesetzes, also zur Änderung des HKJGBs, am 11. Februar eingebracht wurde, da fragt man sich schon, ob Sie nicht bei der Einbringung Ihres Gesetzentwurfs wirklich die Große Anfrage gelesen haben und ob Sie die wirklich haben einfließen lassen, wenn Sie eben da noch nichts über den Fachkräftekatalog reingeschrieben haben, sondern den kurzfristig über einen Änderungsantrag eingebracht haben.
Ich komme zum dritten Punkt. Die Stellungnahmen von Städtetag, Landkreistag und vor allen Dingen vom Hessischen Städte- und Gemeindebund die zeigen schon viel auf von dem, was wir an der Kita-Politik der Hessischen Landesregierung kritisieren, auch z.B. im Bereich der halbherzigen und begrenzten Gebührenbefreiungen in den Kitas, die eben am Ende dazu führt, dass es einige Eltern gibt, die jetzt mehr zahlen müssen, als sie vorher gezahlt haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und sie hat aufgezeigt, dass die Kommunen an ihre Belastungsgrenzen gekommen sind. Die Belastungsgrenze ist erreicht und zum Teil überschritten, sagt der Hessische Städte- und Gemeindebund. Und deshalb fordern wir als SPD-Fraktion auch in dieser Debatte zur Großen Anfrage erneut, entlasten Sie endlich die Kommunen nachhaltig und setzen Sie sich dafür ein, dass Sie mit originären Landesmitteln zwei Drittel der Betriebskosten übernehmen. Denn nur so schaffen Sie eine wirklich nachhaltige, strukturelle Veränderung, mit der eine gute Kinderbetreuung entsprechend auch vor Ort möglich ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und gehen Sie endlich eine wirkliche Fachkräfteoffensive an. Und dazu gehört eben auch, dass Sie endlich auch eine tatsächliche Ausbildungsvergütung in diesem Bereich einführen. Denn das wird ein Schub auch für die Ausbildung im Bereich der Erzieherinnen und Erzieher gehen. Handeln Sie endlich und machen Sie nicht weiter wie bisher. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Chris Degen das Wort. Er hat noch 4 Minuten. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will die verbliebenen 4 Minuten gerne noch nutzen, um den Fokus noch ein bisschen mehr auch auf die schulische Bildung und Betreuung zu lenken. Ich freue mich auch, dass der Herr Kultusminister auch heute noch bei uns ist hier. Meine Damen und Herren, wir haben festgestellt, dass die große Mehrheit hier zumindest den Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung und Betreuung, der ab 2025 gelten soll, für richtig empfinden und dass er kommen muss. Und das ist ausdrücklich ein guter Schritt, eine gute Entwicklung. Darauf müssen wir uns vorbereiten, meine Damen und Herren. Übrigens ist das ein Punkt im Koalitionsvertrag von CDU und SPD auf Bundesebene, den eben die Sozialdemokraten dort eingebracht haben. Aber wenn wir uns darauf vorbereiten wollen bis 2025, dann muss dafür einiges getan werden, meine Damen und Herren. Und ich bin der FDP sehr dankbar für diese große Anfrage, weil sie mir hilft, wieder einmal ein neues Blatt in meinen Ordner zu den Themen zu legen, wo der Kultusminister leider keine Antworten hat und nichts weiß, meine Damen und Herren. Ich darf zitieren, Herr Minister, von Seiten des Hessischen Kultusministeriums werden keine systematischen Bedarfsabfragen zum prozentualen Betreuungsbedarf an den hessischen Grundschulen und Förderschulen mit Grundstufen erhoben, meine Damen und Herren. Wie sollen wir uns auf einen Rechtsanspruch vorbereiten, wenn wir überhaupt nicht wissen, wie der Bedarf ist? Das muss sich dringend ändern. Es ist Zeit zum Handeln. Und das eben auch für die Chancengleichheit an den Schulen. Wir haben gerade die letzten Monate erlebt, dass das Präsenzlernen wirklich eine Errungenschaft ist in unseren Schulen und dass eben das viele Lernen zu Hause eben ja auch gerade die Chancengleichheit am Ende zurückgeführt hat und Kinder da benachteiligt sind, weil die Rahmenbedingungen anders zu Hause sind als bei anderen. Und deswegen brauchen wir Präsenzlernen und das eben auch am Nachmittag, meine Damen und Herren. Und der viel gelobte Pakt für den Nachmittag ist nicht die Antwort auf dieses Ziel, meine Damen und Herren. Es ist ja ein bisschen wie bestellt, liebe Frau Kollegin Ravensburg. Sie haben auch wieder diese Antwort hier angeführt aus der Großen Anfrage. Ich glaube, 26 Schulträger, 3/4 machen mit beim Pakt für den Nachmittag. Das hört sich ja phänomenal an. Hört sich an, als würden 3/4 aller Grundschulen da mitmachen, 3/4 aller Grundschüler. Das ist es mitnichten, meine Damen und Herren. Fragt man ein bisschen nach, und da hilft auch die Große Anfrage, dann sind es gerade einmal 253 der hessischen Grundschulen, die mitmachen. Wohlgemerkt, wir haben fast 1.200 Grundschulen. Also, wenn man großzügig rechnet, ist es ungefähr 1/4, meine Damen und Herren. Nächste Rechenfrage. Sind es jetzt also 1/4 der Grundschülerinnen und Grundschüler, die da mitmachen beim Pakt für den Nachmittag? Nein, auch das
Das ist nicht der Fall. Da hilft die Große Anfrage nicht, aber eine Kleine Anfrage meinerseits. Da kommt nämlich raus beim zweifachen Nachfragen, dass gerade einmal 15,7 % der hessischen Grundschüler und Grundschüler mitmachen. Also, meine Damen, ein bisschen tiefer stapeln. Da ist noch ein großer Bedarf da, wenn man hier wirklich einem Rechtsanspruch gerecht werden will. Außerdem, wenn wir beim Pakt sind, Bildung muss kostenfrei sein. Das ist unsere feste Überzeugung als Sozialdemokraten. Das gilt am Vormittag, das muss auch am Nachmittag gelten. Und wenn dann die Große Anfrage eben hier deutlich macht, noch einmal, dass an den Paktschulen bis zu 170 € für die Zeit nach 14.30 Uhr genommen wird, aber auch wohlgemerkt, obwohl das Land die Stellen dafür bereitstellt, sogar bis zu 89 € für die Zeit vor 14.30 Uhr, meine Damen und Herren. Dann hat auch dieses Angebot relativ wenig mit Chancengleichheit zu tun. Und das muss sich ändern, meine Damen und Herren. Bildung muss kostenfrei sein den ganzen Tag. Wir wollen nach wie vor Ganztagsschulen, echte Ganztagsschulen, die kostenfrei sind, die möglichst rhythmisiert auch ja, mehr Qualität in Bildung ermöglichen. Davon haben wir an Grundschulen in Hessen bisher ganze 12 von fast 1.200 Grundschulen, meine Damen und Herren. Da sind einige dazugekommen, seitdem Schwarz-Grün regiert. Wenn Sie in diesem Tempo weitermachen, brauchen wir 1.000 Jahre. Das wollen wir nicht. Braucht es mehr Tempo, meine Damen und Herren. Und um all das zu erreichen, brauchen wir mehr Investitionen in Ganztagsschulen, nicht nur Stellen, sondern auch eben in die Schulgebäude. Rheinland-Pfalz unterstützt seine Schulträger beim Ausbau von Ganztagsschulen und genauso auch in das Personalangebot in Schulleitungen. Auch da, wenn Schule länger dauert, braucht es mehr Leitungszeit. Dafür setzen wir uns ein. Dann kommen wir auch weiter. Danke für die Aufmerksamkeit. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Sozialminister Klose das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich will zunächst auch noch einmal mit dem Grundsätzlichen beginnen, weil ich glaube, dass es schon wichtig ist, noch einmal festzustellen, dass uns die Situation, die Sondersituation, in der wir uns befinden, dass uns die Corona-Krise allen den Stellenwert von Kinderbetreuung und frühkindlicher Bildung noch einmal sehr, sehr deutlich zusätzlich vor Augen geführt hat. Kinder brauchen für einen guten Start ins Leben Zugang zu Bildung. Sie brauchen Zugang zu ihren Freundinnen und Freunden, die sie eben in der Kita oder in der Kindertagespflege finden. Und andererseits ist für Eltern verlässliche Kinderbetreuung wahnsinnig wichtig, damit sie Beruf und Familie vereinbaren können. Und ich will an der Stelle, weil Corona und Familie, da muss ich jetzt schon noch mal drauf reagieren, Frau Böhm, Sie haben so schön diese Wolte geschlagen mit dem Termin in Offenbach, weil bei aller Wertschätzung, es gab genau einen Termin, bei dem Eltern im Hintergrund standen bzw. Personen sich mit Schildern ins Bild gedrängt haben. Und die Personen bestanden zur Hälfte, das muss man jetzt ehrlicherweise auch sagen, aus Ihnen und aus Ihrer Kollegin Frau Sönmez. Insofern, diejenigen mit den Schildern im Bild, ich will es nur in aller Freundschaft mal sagen, das gehört schon dann auch dazu. Aber kommen wir zurück zur Großen Anfrage. Die Rahmenbedingungen, in denen Familien und Kinder leben, haben sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten glücklicherweise geändert. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich das Wort glücklicherweise hier noch einmal einfügen muss. Aber nach dem, was ich hier auch hören durfte, muss ich das schon ausdrücklich noch einmal sagen. Und ich bin froh, dass diese gesellschaftlichen Veränderungen auch sich in der Kinderbetreuung widerspiegeln. Beruf und Familie vereinbaren zu wollen, das ist heute selbstverständlich. Inklusive Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung bestreitet heute niemand mehr ernsthaft, dachte ich, bis ich vorhin Herrn Schulz hörte. Und dass wir in einem Einwanderungsland leben, das hat natürlich und glücklicherweise auch für die Kitas eine Bedeutung. Und es sind diese Errungenschaften, und ich finde, es sind eindeutig Errungenschaften unserer Zeit, die sich glücklicherweise auch in unseren Kitas widerspiegeln. Für uns als Landesregierung ist es wichtig, die Akteurinnen und Akteure der Kinderbetreuung auf diesem Weg zu begleiten, zu unterstützen, aber eben auch inhaltlich wichtige Impulse zu setzen. Und deshalb
investieren wir schon seit Jahren massiv in die frühkindliche Bildung. Wir unterstützen die Kommunen bei der Wahrnehmung dieser wichtigen Aufgabe, die ihnen zukommt. Allein in diesem Jahr unterstützt die Landesregierung die Kommunen mit über 1 Milliarde € bei der Kinderbetreuung. Und der Koalitionsvertrag dieser Legislaturperiode verstärkt ja den Dreiklang, den wir geschaffen haben, aus Platzausbau, Weiterentwicklung der Qualität und gegebenenfalls weiteren Schritten zur Beitragsfreiheit auch nochmals. Der Schwerpunkt in dieser Legislatur liegt auf der Qualität der Kindertagesbetreuung in Hessen. Wir haben letzte Woche intensiv darüber debattiert. Die Qualität wollen wir sichern, wir wollen sie weiterentwickeln. Und die Verabschiedung des Gesetzes zum HKJGB vergangene Woche war auf diesem Weg ein wichtiger Schritt. Ich würde sogar sagen, es war ein echter Meilenstein. Meine Damen und Herren, noch einmal, in Hessen tragen die Landkreise, die kreisfreien Städte und die Sonderstatusstädte als örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Gesamtverantwortung für die Planung der Zahl der benötigten Betreuungsplätze. Es kann auch vor Ort viel besser beurteilt werden, welche Träger mit welcher Konzeption von den Eltern für die Kinderbetreuung gewünscht werden, welche Betreuungsmodelle dem Bedarf gerecht werden und wie Kitas Teil einer vernetzten Struktur zur Unterstützung von Familien werden können. Die hessischen Städte und Gemeinden, und niemand bestreitet das, haben in den letzten Jahren riesige Anstrengungen unternommen, um gemeinsam mit den freien Trägern ein bedarfsgerechtes und qualitativ hochwertiges Betreuungsangebot zur Verfügung zu stellen und auch auszubauen. Und ich finde, das wird auch in den Zahlen deutlich, die diese Große Anfrage ja auch noch einmal widerspiegelt. Wir haben in Hessen über 4.300 Kindertageseinrichtungen. Die werden von rund 1.700 Trägern betrieben. In den hessischen Kitas betreuen wir knapp 270.000 Kinder. Weitere rund 10.500 Kinder werden von Tagesmüttern und Tagesvätern betreut. 31,4% der Kinder unter 3 Jahren und 92,3% der Kinder von 3 bis 6 werden in Hessen in Kitas bzw. in der Kindertagespflege betreut. Und in etwa der Hälfte der Kitas und über 90% aller hessischen Städte und Gemeinden wird mindestens auch ein Kind mit Behinderung betreut. Ich finde, das ist eine Riesenleistung. Und dennoch, auch das bestreitet niemand, steigt die Nachfrage nach Betreuungskapazitäten in Hessen. Also besteht auch weiterhin Ausbaubedarf in der Kinderbetreuung. Und deshalb ist es so gut, dass wir mit unserem Landesinvestitionsprogramm bis 2024 insgesamt 142 Millionen € zur Verfügung stellen. Und da muss es selbstverständlich sein, dass Kinder mit besonderem Förderbedarf bedarfsgerecht und wohnortnah betreut werden können. Wir wollen, dass sich Integration zur Inklusion für Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder mit Behinderung gleichermaßen weiterentwickelt. Weil wir wissen doch längst, dass das frühkindliche Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsangebot sozial- und gesellschaftspolitisch besonders relevant ist, um allen Kindern, unabhängig von ihrer Herkunft, bestmögliche Bildungschancen zu eröffnen. Und neben den entsprechenden Förderungen im HKJGB, die wir ja mit der Änderung nochmals erhöht und ausgeweitet haben, ist der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan dafür unser wichtigstes Instrument. Er denkt konsequent inklusiv. Vielfalt und Diversität sind Chance und Bereicherung für alle Kinder. Und der BEP ist eben die wichtige Grundlage und pädagogische Richtschnur der Einrichtung. Wir bieten als Land eine breite Palette kostenfreier Fortbildungen für die Fachkräfte an, die sehr gut nachgefragt und angenommen werden. Und auch das ist eine wichtige Schwerpunktsetzung dieser Landesregierung. Auf der Grundlage des BEP sind über 93.000 Fachkräfte in rund 6.500 Fortbildungsveranstaltungen qualifiziert worden. Das Land finanziert diese Fortbildung. Und gerade im Frühjahr haben wir eine umfangreiche Qualifizierung von weiteren rund 200 BEP-Fortbildnerinnen und Fortbildnern abgeschlossen, die dann wiederum weitere kostenfreie Fortbildung für Fachkräfte anbieten werden. Sie sehen, wir handeln auch hier gemeinsam mit den Trägern nachhaltig und langfristig. Meine Damen und Herren, ich habe sehr hohen Respekt, habe das auch letzte Woche zum Ausdruck gebracht, vor den besonderen Leistungen unserer etwa 50.000 Fachkräfte und
den Herausforderungen, mit denen sie in ihrem Arbeitsfeld täglich konfrontiert sind, gerade in dieser Zeit. Weil Bildung, Erziehung und Betreuung eben nicht durch gute Konzepte realisiert werden, sondern am Ende durch gut ausgebildete und motivierte Menschen Wirklichkeit werden. Und deshalb dürfen wir nicht nachlassen, um auch in Zukunft allen Kindern Zugang zu frühkindlicher Bildung zu ermöglichen, auch den Fachkräftebedarf weiter zu decken. Und aufgrund des stetig steigenden Bedarfs für die frühkindliche Bildung in der Kindertagesbetreuung greifen wir als Landesregierung den Trägern und Kommunen auch bei der Fachkräftegewinnung und Sicherung unter die Arme. Dazu haben wir im vergangenen Monat, wie im Koalitionsvertrag angekündigt, das Landesprogramm Fachkräfteoffensive gestartet. Dieses Programm besteht im Kern aus drei Elementen. Das erste Element ist, dass wir die Angebote der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung ausbauen. Wir statten die Einrichtungsträger mit Mitteln aus, um die Vergütung der Studierenden zu finanzieren, und wir fördern jeweils bis zu 600 Plätze der vergüteten praxisintegrierten Ausbildung in zwei Durchgängen, das heißt insgesamt 1.200 Plätze. Und damit verdreifachen wir die Zahl der Plätze gegenüber dem Bundesprogramm aus dem Jahr 2019, und wir kompensieren auch noch mit Landesmitteln die Plätze, die weggefallen sind, weil die Bundesministerin entgegen ihrer festen Zusage gegenüber den Ländern ihr Programm abgebrochen hat. Mit dem zweiten Element der Fachkräfteoffensive fördern wir die sogenannten Anleitungsstunden finanziell. Sie können die Anträge auf diese Unterstützung ab dem 1. Oktober stellen. Und das dritte Element ist die bereits genannte Werbe- und Imagekampagne für den Erzieherinnenberuf, die einmal mindestens zwei Ziele verfolgt, nämlich zum einen natürlich die Zahl der Studierenden zu erhöhen, zum anderen aber auch die gesellschaftlich überaus bedeutsamen Leistungen und auch die Attraktivität dieses Berufsfelds herauszustellen. Und diese Kampagne werden wir im Herbst dieses Jahres starten. Meine Damen und Herren, diese Elemente sind uns wichtig. Dennoch ist klar, dass wir uns auf dem Erreichten nicht ausruhen werden. Frühkindliche Bildung und Betreuung haben für uns besonderen Stellenwert. Wir haben das im hessischen Gute-Kita-Paket auch noch einmal klargemacht. Und ich weiß, dass auch viele Kommunen und Träger diese Einschätzung teilen. Deshalb bin ich sehr zuversichtlich, dass wir auch diese Herausforderungen gemeinsam schultern werden. Mit dem hessischen Gute-Kita-Paket machen wir einen wichtigen Schritt voran. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, damit haben wir diese Große Anfrage besprochen.